Moin Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einer weiteren Runde CSS. Ihr denkt wahrscheinlich, what the fuck, die Serie ist ja schon ewig fertig. Warum kommt denn jetzt nochmal CSS? Ganz einfach, weil es coole Features gibt, die ich noch nicht vorgestellt habe und die vielleicht sehr wichtig wären, tatsächlich auch fürs Community-Projekt. Und ich wurde darum gebeten, es zu machen, also quasi mehrere Gründe, dass ich das jetzt hier vorstelle. Die Rede ist erstmal vom Flex-Layout, nächstes Mal wird es dann um das sogenannte Grid-Layout gehen. Und ja, das baut auf dem Flex-Layout auf, deswegen heute schön aufpassen. So, als erstes fangen wir natürlich an. Ich will euch einfach mal kurz das Layout sozusagen zeigen, was ich hier schon gemacht habe. Das ist im Endeffekt einfach nur eine ganz normale HTML mit einem Wrapper außenrum, der uns sozusagen alles enthält. Das braucht man tatsächlich, ist Pflicht bei einem Grid und einem Flex-Layout und hier drin einfach vier Boxen, also jeweils die Klasse Box hier bekommen und dann jeweils noch eine Klasse A, B, C und D. Und ja, das wollen wir uns kurz angucken und hier im Style ist einfach noch gar nichts drin. Da müssen wir jetzt aber tatsächlich erstmal noch was machen, damit man auch was sehen kann. Und zwar müssen wir dem Wrapper hier sagen, hey, du mach mal bitte hier Flex-Layout. Und das geht über Display, Display:Flex. Hier gibt es auch Grid, das, was wir nächstes Mal uns angucken werden. Ups, heute einfach nur Flex. So, und mehr brauchen wir aktuell gar nicht. Ich würde allerdings unseren Boxen gerne noch ein paar Eigenschaften geben, damit man auch erkennen kann, welche Box jetzt wo ist. Ansonsten seht ihr ja nicht genau, was dieses Flex-Layout wirklich bringt. Oder ihr seht es zumindest nicht so gut. Deswegen mache ich jetzt das einfach mal hier. Was nehmen wir denn? Irgendwas furchtbar hässliches wahrscheinlich wieder, wie immer. Wir nehmen irgendwas, was man gut sehen kann. Nehmen wir einfach Aqua. So, und dann wollen wir auch noch ein bisschen Abstand, denn ansonsten gewinnt man natürlich hier wieder nichts. Und ja, dann sagen wir hier einfach mal 5 Pixel oder so. Okay, so kann man das gut sehen, denke ich mal. Okay, und so sieht die Seite dann also tatsächlich aus. Also einfach Boxen nebeneinander, die einfach genauso hoch sind, wie man es eben braucht. Und ja, da kann man natürlich direkt an das das Layout von einem Zeitungsartikel in Spalten einfach einteilen. Das ist im Endeffekt genau das, wo das Flex-Layout herkommt. Jetzt gibt es natürlich hier einige Dinge zu beachten, die man so nicht direkt sehen kann. Und deswegen mache ich hier einfach mal tatsächlich die zweite Box ein bisschen größer. Sehr viel größer, um genau zu sein. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu groß, egal. Schauen wir uns das einfach mal kurz an. Hier steht jetzt plötzlich nur noch die zweite Box, aber ihr seht vielleicht, es ist nicht in die nächste Zeile gerutscht, also die dritte Box und die vierte Box sind auch noch in der ersten Zeile. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt hier. Die Boxen werden jeweils nur so arg in die Breite gezogen, dass eben nichts nach unten rutscht, zumindest wenn ihr es nicht anders angebt. Wenn ich jetzt hier das Ganze ein bisschen schmäler mache, dann sehen wir, klar, es rutscht immer mehr in die neue Zeile und irgendwann steht halt nur noch die zweite Box da und alle Boxen sind sehr, sehr hoch, aber in die nächste Zeile hier unten rutscht tatsächlich einfach gar nichts. Und das ist was ihr umstellen könnt tatsächlich. Das wollen wir auch tatsächlich hier einfach mal machen. Achtung, auch im Wrapper wieder, nicht in der Box selber. Und zwar, das macht ihr mit dem sogenannten Flex Wrap. Der Standard hier, also ich mache es gerade mal ganz kurz, Flex-Wrap. Der Standard hierbei ist No Wrap. Das ist das, was wir gerade gesehen haben. Dann bleibt alles in einer Zeile. Das heißt, alle Items innerhalb des Wrappers bleiben in einer Zeile. Während bei Wrap passiert das eben andersrum. Das schauen wir uns einfach mal ganz kurz an. Sieht folgendermaßen aus. Dann wird halt immer eine neue Zeile angefangen, sobald man es eben braucht. Dann hättet ihr es aber auch mehr oder weniger sein lassen können. Wenn irgendein Inhalt zu breit ist, dann rutscht er halt in die neue Zeile. Okay. Oder dann gibt es natürlich auch noch Wrap Reverse. Sieht folgendermaßen aus. Ja, hier fangen wir mit der dritten Box oben an, dann kommt die vierte Box, dann die zweite und dann die erste. Was zur Hölle ist jetzt passiert? Ganz einfach, das Layout wurde umgekehrt. Also was oben war, ist jetzt nach unten gerutscht und was unten war, ist einfach nach oben gerutscht. Die zweite Box war schon immer in der Mitte, deswegen hat sich hier nichts getan. So. Ja, und das sind eben im Endeffekt diese drei Werte für Flex Wrap. Ich würde hier allerdings in meinem Fall den Default verwenden, denn wir wollen ja alles in einer Zeile haben. So macht das dann tatsächlich Sinn. Okay, und jetzt kann man natürlich auch noch angeben, ob man es ganz gerne, also in welche Richtung man das ganz gerne hätte. Das schauen wir uns auch noch an. Das ist die sogenannte Flex Direction. Flex Direction. So. Und hier können wir mehrere Dinge haben. Der Standard ist hier Row, das ist das, was ihr habt, also was man ohne was anderes zu haben, was dann angenommen wird hier, also das ist das da.
Man kann jetzt allerdings das Ganze auch umdrehen. Also ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Achtung, hier steht die erste Box, dann die zweite, die dritte und dann die vierte. Das geht auch andersrum. Row minus Reverse. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Dann steht die erste Box eben rechts und die letzte Box steht links. Und das geht natürlich dann auch, wenn wir es, wir haben es eigentlich schon gesehen hier, Column und Column Reverse ist im Endeffekt genau dasselbe, nur so. Das heißt, wir haben hier eben ein Layout, das die komplette Breite verwendet und aber nach unten gemacht ist. Das heißt, hier sind die einzelnen Boxen untereinander angeordnet. Und dann gibt es natürlich auch noch Column Reverse, das muss es auch geben, weil ja, dann ist es alles vollständig. So ist die vierte Box oben und die erste Box unten. Achtung, hier macht natürlich dann irgendwann Flex minus Wrap keinen wirklichen Sinn mehr. Zumindest, wenn wir das so angucken. Ich mache jetzt allerdings nochmal eine Sache und zwar Flex minus Wrap. Eigentlich wollte ich keinen Reverse, dankeschön, aber so. Okay, und ja, das, also wir haben jetzt gerade hier Column, ich mache Column mal rein. Das heißt, wir haben Spaltenlayout 1, 2, 3 und 4. Und dann macht natürlich hier Flex Wrap im Endeffekt gar nichts, weil wir sowieso jedes Mal eine neue Dings anfangen, eine neue Column anfangen. Okay, so, und ja, das ist es eigentlich im Endeffekt auch schon, zumindest grob. Und deswegen würde ich hier das hier gerne wieder rausmachen, also zurück zum Standard. Ich will euch einfach nur alles vorstellen, was ihr brauchen könntet, um euer Layout super gut aussehen zu lassen und da wirklich alle Optionen zu benutzen. Es gibt nämlich noch sowas, das nennt sich Justify Content. Das benutzt man auch recht häufig im Zusammenhang mit Flex Layouts. Und hier haben wir wirklich sehr viele Optionen. Flex Start, Flex End, Center und so weiter und so fort. Und ja, da muss ich jetzt erstmal kurz wieder was kleiner machen. Ich mache das nochmal kurz raus hier. Und die zweite Box, die muss ich hier wieder ein bisschen kleiner machen. Okay, sehr viel kleiner. So, wir machen jetzt hier die zweite Box immer noch ein bisschen größer, aber eben nicht ganz so groß. Schauen wir uns nochmal kurz an. Sieht so aus, wenn wir nichts dran ändern. Und jetzt haben wir hier die Option mit Justify Content, unseren Inhalt zu verschieben. Der Standard ist hier Flex Start. Das ist das, was ihr gerade gesehen habt. Wenn wir Flex End benutzen, dann verschiebt sich der ganze Inhalt einfach auf die rechte Seite. Wenn wir hier drin Center benutzen, wer hätte es gedacht, dann wird alles in die Mitte verschoben. Klar, irgendwie auch. Und dann gibt es aber noch andere Optionen. Und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Sieht folgendermaßen aus. Space Around und Space Between. Wir machen erstmal Space Around. Sieht so aus. Da kommt dann wirklich Space um diese Boxen drumherum. Und so bekommt jede dieser Boxen gleich verteilt den Inhalt. Das heißt, die erste Box ist im Endeffekt mit dem Space außenrum gerechnet genau gleich groß wie die zweite Box, wiederum gleich groß wie die dritte Box und die vierte Box. Ihr seht es hier, da kommt einfach der Space nochmal außenrum. Das ist ungefähr die Hälfte hier. Und um die zweite Box kommt halt einfach weniger Space. Mehr ist das nicht. Und jetzt kann man natürlich auch noch sagen, Mensch, ich mache den Space nicht um meine Boxen drumherum, sondern ich mache den Space in meine Boxen sozusagen rein. Also, ja, nicht rein, aber ich möchte, dass meine Boxen tatsächlich hier zwischen, hier an der Seite direkt bündig sind. Das heißt, meine erste Box, also meine ganz linke Box, ist eben ganz, ganz links und hat da keinen Space, während meine vierte Box ganz, ganz rechts ist und dort keinen Space hat. Und dann ist der Space hier einfach zwischendrin gleich verteilt eingefügt. Funktioniert natürlich genauso und ist wahrscheinlich das, was die meisten von euch am ehesten verwenden werden, nehme ich mal an. Und dann gibt es natürlich auch noch sowas wie Space Evenly. Space Evenly wird mir, glaube ich, gar nicht angezeigt. Ich glaube, das hat auch noch nicht wirklich überall den Support. Ah, doch. Okay. Space Evenly bedeutet einfach, ja, hier gleich verteilt den Platz zwischendrin. Okay, so, weiter geht's. Also wir sind immer noch nicht durch. Es ist schon eine Weile her, dass wir angefangen haben. Egal. Eine trotzdem sehr, sehr wichtige Option, ich will euch die auf keinen Fall vorenthalten, die benutzt, okay, ich habe sie nicht benutzt, aber trotzdem ist die sehr, sehr wichtig, ja. Das nennt sich Align Items und die braucht man auch in dem Zusammenhang ziemlich häufig. Der Standard ist hier wieder mal unser Flex Start. Das bedeutet, wir fangen einfach ganz normal oben an mit unseren Items und jetzt brauche ich ein bisschen mehr, wobei, nee, eigentlich brauche ich keinen weiteren Text. Wir fangen damit einfach ganz oben an, sozusagen. Also, das heißt, wir sind, jetzt geht es in die Richtung hier. Wir fangen oben mit den Boxen an. Und ja, so wie man halt bei einer Website anfangen würde, ist der Standard. Wenn wir jetzt allerdings unten anfangen wollen, das geht genauso, machen wir hier Flex End draus. Und das sieht so aus. Ups.
Okay, in unserem Fall macht das absolut keinen Unterschied. Woran liegt das Ganze? Unser Wrapper enthält nur diese vier Boxen. Das heißt, ich bräuchte hier jetzt theoretisch noch ein bisschen mehr Content oder ich muss dem Wrapper hier irgendwie noch ein bisschen mehr geben. Und zwar die Höhe auf, sagen wir mal, ups, wo ist denn meine Maus hin? Auf 500 Pixel setzen wir die jetzt einfach mal, damit wir festgelegt haben, okay, wir können jetzt was sehen. Sieht dann folgendermaßen hier eben aus. So, das heißt, wenn wir Flex End haben, wenn wir normal Flex Start haben, Flex Start, dann fangen wir einfach oben an, wie immer. Und ja, das orientiert sich an der Position im Wrapper tatsächlich. Das heißt, der Wrapper, ich mache mal dem Wrapper noch kurz einen Hintergrund, einen ganz, ganz leichten, damit man erkennen kann, wo dieser Hintergrund oder wo dieser Wrapper überhaupt stattfindet. Ups, was ist denn hier los? So, was ganz Leichtes, nur damit man es grob erkennen kann. Der Wrapper ist jetzt so groß. Davor war der Wrapper hier eben direkt unter den Boxen fertig. Und das ist natürlich dann, führt dazu, dass die Boxen hier auch, wenn sie unten anfangen, direkt an dieser Position sind. Jetzt ist aber der Wrapper groß und enthält eben sehr viel. Das heißt, wenn ich jetzt die Boxen an das Ende mache, dann fangen sie auch unten tatsächlich an. Und ja, okay. Jetzt habe ich allerdings natürlich noch mehr Optionen als nur Flex Start und Flex End. Ich kann nämlich auch wieder hier ein Center machen. Und das packt die Box natürlich genau in die Mitte. Achtung, hierbei werden unterschiedlich große Boxen, das zeige ich euch auch noch ganz kurz, wenn wir hier einen BR reinfügen und dann irgendwas weiteres noch reinschreiben, Sinnvolles, dann wird hier die Mittellinie genommen. Das heißt, hier wird jetzt gesagt, okay, die dritte Box wird genau an der Mitte orientiert, aber hier eben an der Mittellinie. Und das ist sozusagen da, wo es sich orientiert. Genau. So, und dann natürlich noch was für die Leute ganz interessant ist, die Zeitungsartikel schreiben, nämlich Stretch. Stretch führt dazu, dass Folgendes passiert. Es werden einfach die Boxen komplett in die ganze Höhe gezogen, die sie eben haben. Das heißt, die Boxen sind immer volle Höhe. Und ja, das ist es im Endeffekt auch. Okay, ich mache das jetzt nochmal ganz kurz raus hier, denn es gibt auch noch was ich euch hier zeigen möchte. Und zwar, erinnert euch bitte, der Standard ist Flex Start. Aber ich kann das Ganze auch auf die Box jeweils machen. Das heißt, ich kann hier auch sagen, hey, ich hätte ganz gerne, dass meine zweite Box, Punkt B, hatte die als Klasse. Ihr erinnert euch, hier Box B ist das. Meine zweite Box, also die alle haben Flex Start, aber meine zweite Box soll bitte was anderes haben. Und das kann ich machen, indem ich Align Self benutze. Und hier zum Beispiel Flex End benutze. Und ja, das funktioniert genauso. Sieht dann folgendermaßen aus. Die zweite Box ist halt ganz unten, die anderen Boxen sind oben. Und hier ist dann grau. Das heißt, hier ist unverbraucht. So. Jetzt, wo wir schon gerade bei den Items sind und jetzt geht es noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Ihr könnt die Anordnung von den Items könnt ihr verändern. Das bedeutet, wir haben hier die Möglichkeit, jedem Item seine eigene Ordnungszahl zuzuweisen. Das heißt, wo es bitte erscheinen soll. Und das geht tatsächlich, indem wir hier sagen, hey, ich habe eine Order-Eigenschaft, Order, und die... Da weise ich einen Integer zu, das steht auch hier schon, also eine Ganzzahl. Der Standard ist 0. Und ja, jetzt wird einfach aufsteigend sortiert. Das heißt, so wie es hier halt vorkommt, also wie es in der HTML steht. A, B, C und D. Wenn ich jetzt allerdings meiner Box B den Wert 0 gebe, das ist der Standardwert, und meiner Box A den Wert Order Doppelpunkt 66... Dann haben wir hier folgende Situation. Die erste Box wird einfach ganz ans Ende geschoben, weil zweite Box hat 0. Der Standard ist 0, das heißt die dritte Box hat auch 0 und die vierte Box hat auch 0. Und dann sagt unser Layout, ja gut, 0, 0, 0, also nämlich die in HTML als erste steht, dann die in HTML als zweite steht und die in HTML als drittes steht und die höchste Ordnung hat, steht halt ganz am Ende. Und so könnt ihr sagen, okay, ich will einzelne Items weiter nach hinten verschieben und das macht ihr hier zum Beispiel, indem ihr der ersten Box hier die Order 66 zuweist. Gut. Genauso oder ähnlich zumindest könnte ich hier auch jedem Item zuweisen, wie viel Platz es denn bitte bekommen soll, also anteilhaft sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Anteil zuweisen möchte,
funktioniert das mit Flex-Grow. Und da kann ich sagen, hey, ich hätte ganz gerne, dass dieses Item besonders fett ist, also zum Beispiel 3, nicht Prozent, sondern einfach völlig einheitenlos eine 3 da reinschreibt. Und dann bekommt das Item eben mehr Platz. Sieht dann folgendermaßen aus. Achtung, es ist, die zweite Box ist sowieso die fettere. Okay, Sekunde. Lasst mich die zweite Box auf normale Größe runter reduzieren und die dritte Box auch. So, jetzt sind sie alle ungefähr gleich groß, mit kleinen Ausnahmen. Und jetzt sehen wir hier, die zweite Box wird trotzdem deutlich größer. Warum ist das so? Naja, die zweite Box hat hier eben den Wert 3 stehen, während alle anderen den Default-Wert drin stehen haben und der Default-Wert, naja, der ist 0. Das heißt, wenn ich hier, selbst wenn ich hier eine 1 reinschreibe, bekommt meine Box B ein bisschen mehr Platz als die anderen Boxen, aber halt, ja, klar, die bekommen einfach dann den Platz, der übrig ist. Und wenn jetzt hier jede Box den 1, also überall eine 1 stehen hat, dann bekommt halt jede Box, wobei ich mache das gerade mal hier hoch. Also wie gesagt, der Standard ist 0, das heißt, sie nehmen nur so viel Platz ein, also 0 bedeutet, man nimmt nur so viel Platz ein, wie man auch wirklich benötigt. 1 bedeutet, ich mache einfach diese Box so breit, bis der Bildschirm voll ist sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt jeder Box 1 zuweise, dann bekommt einfach alles hier gleich viel Platz zugewiesen. Wenn ich jetzt aber einer Box hier 2 zuweise, dann bekommt die halt mehr Platz zugewiesen. Sieht folgendermaßen aus. Und bei 3 natürlich ein Schrittchen mehr und noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Also 0 bedeutet, der übrige Platz bleibt unverteilt. 1 bedeutet, er wird, also bei allen 1 bedeutet, er wird gleich verteilt. Und dann halt, je mehr man zuweist, proportional wird dann eben dieser Box mehr zugewiesen. Das heißt, in dem Fall ist jetzt die zweite Box größer und die dritte, vierte und erste mussten ein bisschen einsparen. Okay, das macht Flex Grow. Genau gleich kann ich das Ganze auch mit Flex Shrink machen. Das heißt, ich kann hier sagen, hey, meine Box A soll vielleicht ein bisschen weniger Platz einnehmen. Flex Shrink. Doppelpunkt. Und Achtung, hier keine negativen Zahlen eingeben, sondern ihr gebt auch nur positive Zahlen ein. Der Default-Wert ist 1. Wir machen jetzt hier mal eine 2 für unsere Box A und schauen uns an, wie das Ganze aussieht. Also es hat viel mit Gefühl zu tun. Und ja, man sieht auch nicht wirklich was in dem Fall. Also gut, okay, Flex Shrink war jetzt hier ein bisschen unnötig. Habe ich auch ehrlich gesagt noch nie wirklich gebraucht. Okay, und das ist das Flex-Layout. Das ist wirklich so ziemlich alles, was es, glaube ich, dazu gibt. Falls noch jemand eine Ergänzung dafür hat, möchte ich ihn bitten, das Ganze in die Kommentare zu schreiben. Ich glaube, ihr seid jetzt wirklich Experten im Flex-Layout. Und damit rumzuprobieren, das braucht tatsächlich einfach Übung. Ich würde euch tatsächlich auch einfach empfehlen, schreibt euch irgendwie ein Flex-Layout und probiert das einfach mal selber aus. Gut. Und das war's von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.